Punkt 8.12, Zweckentfremdung von Wohnraum, überschrieben, Einreicher interfraktionell. Wer würde uns den Antrag vorstellen? Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, nachdem ich vorhin bei dem Antrag zur nachhaltigen Beschaffung von Herrn Kaden so einige Dinge gehört habe, die in dem Antrag gar nicht drin standen, erlaube ich mir zuerst einmal zu sagen, was dieser Antrag nicht ist. Er ist kein Ferienwohnungsverbot. Er bedeutet auch nicht das, was ich schon mal gelesen habe. Ich weiß auch bei welcher Fraktion. Es ist auch keine Enteignung der Eigentümer. Es ist noch nicht einmal ein Zweckentfremdungsverbot. Der Antrag bedeutet nichts anderes, als zwei Zielstellungen ins Auge zu nehmen. Erstens, die Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt Datenmaterial zu haben darüber, wie in den jeweils großen Städten und die Zweckentfremdung käme ohnehin nur für Dresden und Leipzig in Frage, wie überhaupt die Situation ist. Zweitens, die Staatsregierung aufzufordern, die Voraussetzungen zu schaffen, damit ein solches Zweckentfremdungsverbot kommunal geregelt werden kann. Zum ersten Punkt möchte ich feststellen, dass zum Beispiel selbst die Staatsregierung in Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Herrn Günther 2017 festgestellt hat, dass sowohl in Leipzig als auch in Dresden und auf Landesebene eben auch nicht dererlei Daten nicht erhoben werden. Aus dem Grunde man nur verweisen konnte auf eine Zahl aus dem Jahre 2011 des Mikrozensus, bei dem kam damals heraus, dass zum Beispiel in Dresden 1208 Ferienwohnungen da seien. Dass sich da derzeit einiges verändert hat, das dürfte jedem klar sein. Was sich verändert hat, wissen wir am Ende nicht. Gleiches musste der Oberbürgermeister auch auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke aus dem Jahre 2018 quasi zu Schulterzucken feststellen, dass eben keine entsprechenden Datenmaterialien vorliegen. Das zweite weitere wichtige Anliegen ist, endlich landesrechtliche Voraussetzungen zu schaffen, damit die Kommunen eine solche Satzung erlassen können. In den Stadtstaaten gibt es bereits, also in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen gibt es bereits eine solche Verordnung. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine besondere Situation. Aufgrund des kommunalen Rechts haben dort die Kommunen selbst die Möglichkeit, durch entsprechende Satzungen Zweckentfremdungsverordnungen zu erlassen. Die großen Kommunen in NRW, sechs insgesamt, haben bereits davon Gebrauch gemacht. Seit August 2018 liegt auch dem Sächsischen Landtag ein Gesetzentwurf vor, der insbesondere wieder für die Städte Leipzig und Dresden eine solche Möglichkeit schaffen soll, und zwar als Möglichkeit der Kommune selbst, eine solche Zweckentfremdung auf den Weg zu bringen. Daraufhin hat und natürlich unter Prüfung der jeweiligen konkreten Bedarfssituation. Daraufhin hat der Landtag beschlossen, im Mai dieses Jahres, also vom letzten Monat, eine Anhörung durchzuführen. Diese Anhörung hat selbst bei den Expertinnen und Experten, die von der konservativen Seite eingeladen wurden, deutlich gemacht, dass man sehr positiv auf diesen Gesetzentwurf, insbesondere auch deshalb reagiert hat, weil dieser Gesetzentwurf ausgewogen ist, eine Menge auch Ausnahmezustände, Bestandsschutz beinhaltet und somit grundsätzlich die Experten dem Landtag quasi empfohlen haben, diese Möglichkeit den Kommunen zu verschaffen. Was würde Inhalt eines solchen Zweckentfremdungsgesetzes sein oder einer solchen Zweckentfremdungssatzung sein? Erstens wäre Wohnraum, der mehr als zu 50% gewerblich genutzt ist, unter diese Zweckentfremdung fallen. Es würden bauliche Veränderungen, die dazu führen, dass ein Wohnraum nicht mehr zu Wohnzwecken verwendet werden kann, darunter fallen. Es würde darunter fallen, wenn eine Wohnung mehr als 12 Wochen im Jahr zum Beispiel für den Fremdenverkehr und nicht für die Wohnung als Wohnung genutzt wird. Und es würde auch darunter fallen, wenn zum Beispiel eine Wohnung aus Spekulationsgründen länger als 12 Monate nicht belegt würde. Darüber hinaus natürlich Umbauten, die dazu führen, dass ein Wohnraum gar nicht mehr zu nutzen ist. Also, kurzum,
Es geht bei diesem Antrag, und deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung, es geht darum, ein Signal an das Land zu schicken. Wir wollen, dass wir in dieser Frage unsere Instrumente als Kommune bekommen. Wir wollen auch unser kommunales Selbstverwaltungsrecht in der Frage des Wohnens ermöglichen. Wir wollen nicht mit diesem Antrag die Frage beantworten, ob eine solche Wohnraumzweckentfremdung für Dresden aktuell notwendig ist. Aber wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass wir sie einsetzen können, falls es notwendig ist. Deshalb bitten wir um Unterstützung. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. SPD beginnt, Herr Dres, verzichtet. FDP verzichtet. AfD verzichtet. Gar nicht da. Bürgerfraktion, Herr Bartels. Auch nicht. CDU, Herr Flemming. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, sehr geehrte Gäste, ich will gleich zum Anfang sagen, wir beantragen punktweise Abstimmung, weil wir der Berichterstattung, die Herr Schmählich gerade eingefordert hat, zustimmen werden, bevor man Entscheidungen trifft und Maßnahmen einleitet, sollte man die Daten erheben, sollte man die Situation analysieren und sollte schauen, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. Und deshalb stimmen wir auch den Punkten 2 und 4 zu. Den Punkten 1 und 3 stimmen wir nicht zu, weil wir eben politisch vernünftig handeln wollen und uns erstmal die Ergebnisse anschauen wollen. Wir hatten im Vorfeld eine Expertenanhörung im Ausschuss zu diesem Thema und da konnte eben durch die Experten nicht festgestellt werden, dass die Zweckentfremdung in Dresden ein gravierendes Problem darstellt. Allerdings wurde eben auch bemängelt, das haben wir gehört, dass die Datengrundlage dafür noch nicht ausreichend ist, sondern man das genau untersuchen sollte. Aber mir hat persönlich am besten der Professor Kofner gefallen in dieser Expertenanhörung. Er ist Professor für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Zittau, ist von der Bürgerfraktion eingeladen worden, ja. Er kennt sich also hier in der Region sehr gut aus. Man kann ihn auch nicht in den Verdacht stehen, auf der konservativen Seite zu stellen, auf der konservativen Seite zu stehen, denn er ist ja von Ihnen auf der linken Seite auch schon einmal als Experte eingeladen zum Thema WID-Gründung. Und der Professor Kofner, der hat darauf hingewiesen, dass eine solche Zweckentfremdungsverordnung nur ein Notbehelf sein kann, dass es da insbesondere strenge Anforderungen an die Begründung des Einsatzes geben muss, dass es ein weitgehender Eingriff in die Rechte von Eigentümern darstellt. Und deshalb muss sehr, sehr genau die Datengrundlage erfasst sein und erst dann kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen und Maßnahmen einleiten. Herr Schmählich erwähnte die Landespolitik, ja, das sächsische Staatsministerium des Innern als Bauministerium hat sich offen gezeigt, wenn die Daten es hergeben, auch eine Verordnung zu erlassen. Aber es haben sich auch andere zu Wort gemeldet, zum Beispiel der Landestourismusverband. Und der Landestourismusverband beispielsweise warnt vor den Folgen einer solchen Verordnung für den Wirtschaftsfaktor Tourismus, das habe ich jetzt zitiert. Man findet Ferienwohnungen in natürlich sozusagen im gesunden Maß als eine vernünftige Ergänzung zur Beherbergungslandschaft und befürchtet, dass wenn solche Unterkünfte zu stark reglementiert werden, dass Familien beispielsweise oder auch andere Gruppen, die preiswerte Übernachtungen suchen, dann eben nicht auf Hotelübernachtungen ausweichen, sondern wegbleiben aus Dresden. Und ich zitiere wiederum, ein Vermietungsverbot käme für viele Betreiber von Ferienwohnungen einem Berufsverbot gleich. Also schauen wir uns die Situation erstmal an, ob solche Maßnahmen wirklich notwendig sind. Und unsere Kollegen in Stuttgart beispielsweise, die schon seit 2016
eine solche Zweckentfremdungsverordnung haben, die kommt zu der Schlussfolgerung, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Ja, ich zitiere, Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Denn man muss das, was man reglementiert, natürlich auch prüfen. Und dazu gehören Kontrollen, dazu gehören Einzelfallprüfungen, dazu gehören zum Teil sicherlich auch Befragungen von Betroffenen, von Nachbarn. Und es gibt da eine Schätzung, die für Dresden sagt, dass wir dafür circa 10 zusätzliche Stellen bräuchten. 10 zusätzliche Stellen. Und dafür will ich bitte erstmal eine Begründung sehen. So, Professor Kofners Schlussfolgerung war dann, also eine Zweckentfremdungsverordnung, ich zitiere wiederum, ist derzeit für Dresden noch nicht erforderlich. Allerdings sollte man wachsam sein, dem stimmen wir ja auch zu. Wie gesagt, die Datengrundlage sollte man erheben und die Situation genau überprüfen. Aber hier nicht gleich in vorauseilendem Gehorsam Tatsachen schaffen, Maßnahmen ergreifen für eine Situation, die wir im Prinzip überhaupt noch nicht richtig einschätzen können. Als nächstes für die Fraktion Die Linke, Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es war gerade sehr interessant, der Rede des Kollegen von der CDU zuzuhören, denn er hat mal wieder ein Muster bestätigt, was wir hier seit Jahren erleben. Immer dann, wenn es darum geht, ein Instrument in Gang zu setzen, das helfen soll, die Mieten zu deckeln, das helfen soll, damit Wohnen bezahlbar bleibt, dann sagt die CDU, oh nein, lieber nicht, das müssen wir erst mal prüfen und ist da immer sehr zaghaft und sehr zögerlich. Wir gehen da anders zu Werke, nämlich mit einem ganz klaren Ziel, mit dem Ziel, dass die Mieten in Dresden bezahlbar bleiben, dass es genügend bezahlbaren Wohnungsraum gibt. Und da gibt es einfach verschiedene Instrumente. Vor kurzem hat ja der Stadtrat hier auf den Antrag der Linken hin beschlossen, den Oberbürgermeister zu beauftragen, sich bei der Staatsregierung einzusetzen für die Einführung einer Mietpreisbremse. Hat die CDU im Übrigen dagegen gestimmt, wie auch bei der Gründung unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Auch da dagegen gestimmt. Ich bin mal gespannt, wie Sie gestern hatten wir das Thema Quote bei der Errichtung von Sozialwohnungen. Hat die CDU versucht, im Sinne der Investoren und Immobilienbesitzer diese Quote zu reduzieren. Also das Muster ist ganz klar. Meine Damen und Herren, die Zahlen sprechen aber für sich und sie sprechen dafür, dass wir ein großes Problem auf dem Wohnungsmarkt in Dresden haben. Einige wenige Zahlen. Im Jahr 2005 hatten wir einen strukturellen Wohnungsleerstand von 9,6%. Der hat sich dann halbiert bis zum Jahr 2010 auf 4,4% und inzwischen haben wir einen strukturellen Leerstand von 1,7%. Also es heißt, es ist de facto kein Leerstand mehr gegeben. Und gleichzeitig, wenn wir uns mal die Mietentwicklung in Dresden anschauen, hatten wir im Zeitraum von 2002 bis 2018 Mietsteigerungen von rund 35%. Und inzwischen werden im Mittel die im Neubau errichteten Wohnungen für über 10 Euro je Quadratmeter angeboten. Das zeigt ganz deutlich das Problem. Nun ganz konkret zu dem Thema Zweckentfremdung von Wohnungen als Vermietung für Ferienwohnungen. Wir haben die Zahlen uns nochmal abgefragt. Da haben wir ja mehrere Anläufe gebraucht. Die Verwaltung konnte lange nichts liefern. Inzwischen liegen da einige Zahlen vor. In Dresden haben wir 1200 Wohnungen, die als Ferienwohnungen vermietet werden. 1200. Das ist mal eine richtige Hausnummer. 1200 Wohnungen, die auf diese Weise dem Wohnungsmarkt entzogen werden, die für Dresdner Mieterinnen und Mieter nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb sagen wir, wir wollen dem entgegenwirken. Wir wollen, dass diese Wohnungen nicht für die Touristinnen und Touristen angeboten werden, sondern den Dresdner Mieterinnen und Mietern. Und da ist
Dieser Antrag, der zielt darauf, genau die notwendigen Instrumente einzusetzen, damit genau das erreicht werden kann. Und deshalb haben wir diesen Antrag gemeinsam mit unseren Partnern eingebracht und wollen heute auch diesen Antrag beschließen, damit wir dann, wie auch auf anderen Ebenen, mit auch diesem Instrument einen Beitrag dazu leisten können, dass sich der Wohnungsmarkt in Dresden in eine bessere Richtung entwickelt, als er das in den vergangenen Jahren getan hat. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich. Ach doch, Herr Schmelich, bitte. Wenn wir gleich mal das mit dem Schlusswort verbinden können, wäre das schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich würde ganz gerne noch mal einfach ganz sachlich auf ein paar Aspekte eingehen, die auch noch mal von Herrn Flemming gekommen sind. Ich möchte noch mal betonen, das steht auch so drin, also bis ein Gesetzesverfahren, also bis der Gesetzgeber uns diese Möglichkeit überhaupt schafft, vergeht Zeit. Und es ist halt hier die Zielstellung, dass uns das Instrument an die Hand gegeben wird. Es ist keinesfalls ein Vorgriff auf eine solche Einführung. Ich möchte nur mal ausdrücklich sagen, es geht um das Instrument und nicht um die Einführung. Es geht doch nicht ausschließlich darum, den Bereich der Fehlbelegung nur zu beziehen auf den Bereich zum Beispiel von Airbnb oder Ferienwohnungen, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten, gerade in hochspekulativen Baumärkten, Wohnungsmärkten besser gesagt, Baumärkte ist was anderes, haben auch zu viel in Dresden, da haben wir zu viel als zu wenig offen gestanden. In Wohnungsmärkten kommt es natürlich auch mal vor, dass das spekulationsbedingter Leerstand da ist. Also nur das Instrument in die Hand zu geben. Und dann hat der Stadtrat zu entscheiden, ob der Zeitpunkt gekommen ist, hier dieses Instrument einzusetzen. Und ich glaube, von daher liegen wir an der Stelle gar nicht weit auseinander und ich denke, wir sollten dies auf den Weg bringen. Ich gestatte mir auch nochmal den Hinweis, auch keine neue Erfindung. Das Land Sachsen hat vom 01.01.1997 bis 31.12.1998 eine solche Verordnung gehabt, damals übrigens noch in einer ganz anderen Situation. Und die meisten anderen Länder haben ihn dann mittlerweile nachgezogen. Also von daher lassen Sie uns auch diese positiven Signale, die auf Landesebene da sind, jetzt auch den Innenminister beim Wort nehmen und ihn bitten, genau dieses auf den Weg zu bringen. In einem Punkt möchte ich allerdings auch sehr, sehr deutlich den Kollegen Scheubach widersprechen. Ganz abgesehen davon, dass diese Zahl der 1200 Ferienwohnungen eine Zahl ist, die jetzt 10 Jahre alt ist und an die ich jetzt einfach nicht glaube, heißt es nicht automatisch, dass wir jede Ferienwohnung jede Ferienwohnung ist als Wohnung geeignet. Zweitens, bestehen auch übrigens der Gesetzentwurf, der gegenwärtig vorliegt, darauf, dass es einen Bestandsschutz gibt. Es kann nicht sein, dass etwas, was bisher als Ferienwohnung professionell genutzt wird, offiziell angemeldet wird, dass dies im Grunde genommen demjenigen dann untersagt wird. Das ist auch nicht das Ziel und im Übrigen in keiner Verordnung, keines Landes ist dies so explizit geregelt. Sprich, es wird auch nach wie vor Ferienwohnungen geben. Was aber nicht stimmt oder was eben zunimmt, in der Tat, ist der Bereich von Airbnb, von Teilvermietungen und damit natürlich auch vom Teilentzug von Wohnungen, die tatsächlich für den Wohnungsmarkt vorgesehen sind. Und da muss ich mal so sagen, also der Tourismusverband Sachsen mag ja diese Bemerkungen bei der Anhörung im Landtag gemacht haben, Kollege Flemming, aber ich gestatte mir da auch mal auf die Anmerkungen einzugehen, die an der Stelle der DEHOGA-Vertreter in unserer Anhörung gemacht hat. Der hat ihm ganz klipp und klar gesagt, ja, wenn das Überhand nimmt, dann gefährdet das unser eigenes gastronomisches Angebot, was in Dresden sowieso nicht ganz so leicht zu sehen ist. Manchmal haben sie sich schon an dieser Stelle hier schon als Lobbyist möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest als Befürworter, als Unterstützer auch des Gastronomiegewerbes durchaus profiliert. An dieser Stelle scheinen Sie die Bedenken der Gastronomie und der Hotelszene nicht besonders ernst zu nehmen. Das bitte ich an der Stelle auch zu beachten. Letzte Anmerkung, von der ich nicht glaube, dass sie jetzt
dazu gebracht würden, dem Ganzen zuzustimmen. Was ich dennoch erhoffe, auch in allen Punkten, muss ich noch eine Änderungsanmerkung machen. Das Datum, was in dem Antrag vorgesehen ist, sollte man natürlich ändern. Der 31.01.19 ist vorbei. Ich würde also darum bitten, das auf den 31.10.2019, Punkt 4, zu verändern. Ansonsten werbe ich für Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Den Punkt nehme ich gerne noch mit auf, wobei im federführenden Ausschussbericht schon der 30. September 2019 steht. Geschäftsordnend, Herr Schäuber. Jetzt? Gut. Ich möchte gerne eine persönliche Erklärung abgeben. Gestatten Sie das? Nach dem Abstimmungs? Ja. Würde ich noch machen und dann gehen wir in die Pause. Ja. So, weitere Wortmeldung sehe ich nie, aber sollte auch das Schlusswort sein, kommen wir zur Abstimmung. Und da machen wir punktweise Abstimmung. Wer dem Punkt 1 geneigt ist, der kann jetzt mit Ja stimmen, der andere mit Nein und Enthaltung und so weiter. Ja, 30 Nein, keine Enthaltung damit angenommen. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung damit zugestimmt. Wir kommen zum Punkt 3. Wer hier zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja, 30 Nein, keine Enthaltung, damit zugestimmt. Kommen wir zum Punkt 4, nochmal der Hinweis, da steht jetzt statt 30. September, würden wir 30. Oktober da einsetzen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so zugestimmt. Jetzt persönliche Erklärung, Herr Schäuber. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich möchte eine unzutreffende Behauptung von Herrn Stadtrat Schmählich richtigstellen. Er hat behauptet, die von mir genannte Zahl von 1200 Ferienwohnungen sei 10 Jahre alt. Dies ist falsch. Diese Zahl ist zu entnehmen einer Antwort auf eine Anfrage, die ich gestellt habe. Und die haben Sie, Herr Oberbürgermeister, am 7. November 2018 schriftlich beantwortet. Und dieser Antwort auf diese Anfrage ist auch zu entnehmen, dass eben diese Zahl durch die Stadtverwaltung im Jahr 2018 verifiziert worden ist. Das wollte ich nur richtigstellen, damit diese unzutreffende Behauptung hier nicht im Raum stehen bleibt. Und damit beenden wir diesen Punkt und machen erstmal eine Pause. 19.05 Uhr geht's weiter.